in eine neue Episode im Auftrag des Königs, Odyssey natürlich genannt. Ja, jetzt stehe ich hier bei der Pyramide mit Dandolo und wir brauchen ja Feuerzungen. Jetzt muss ich aber selber nochmal gucken. Oh, komm mal, nicht so nah. Seid übrigens herzlich gegrüßt hier. Danke, dass du oder ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt muss ich aber selber mal gucken, wie sieht es denn eigentlich mit meiner Tierverwertung aus? Ich kann jetzt Flügel, Blutfliegen, Greifzangen, Reptilien, Häutentieren, das Fältchen, Zähne entfernen, Blutfliegen, Stacheln entfernen, Krallen abnehmen, Schattenläufen. Aber Zungen kann ich noch nicht ziehen. Dann wird das wohl hier erstmal überhaupt nichts was bringen. Okay, Dandolo, dann warte mal hier. Warte. Und zwar Pyramide. Warte auf mich bei der alten Pyramide. Yep. Und wir werden dann mal zum Norden hin gucken, ob wir einen Lehrer finden, der mir das Zungenziehen beibringen kann. Okay, das habe ich jetzt erstmal hier. Ich fange erstmal hier an, Norden. Wen haben wir denn da? Wir brauchen irgendeinen Jäge. Ein Jäge. Da hinten sind die anderen Peoples. Bürger. Hunter, nee. Den haben wir nie hier. Brian, nein, das ist der Schmiedelehrling. Bürgerin, Lehmer, der Verfällern auch. Da, Bosper zum Beispiel, mein Vater, aber nee, das war jetzt nicht der. Ich kann mir nur das Gerben beibringen. Bürger. Oh, Mo. Ach, mit Mo sollte ich auch noch reden. Mal gucken, vielleicht sagt er was. Du musstest also aus Korinnes fliehen. Klar, wie viele andere auch. Aber trotzdem weißt du, wo Jora sein Gold versteckt hat. Hey, Moment. Wer behauptet denn sowas? Rengaru. Er hat mich zu dir geschickt, weil er meinte, dass du mir hierzu was sagen kannst. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo Jora sein Gold versteckt haben könnte. Tja, dann kann man nichts machen. Da war wohl Rengaru falsch informiert gewesen. Nicht ganz. Ich selbst kann es dir nicht sagen, aber ich weiß, wer dir hierzu mehr sagen kann. Wer ist es? Gib mir 50 Goldstücke, dann sollst du den Namen wissen. 50 Goldstücke? Oh, ich könnte noch falschen. Mal gucken. Ganz schön teuer. Alles hat seinen Preis. Schließlich muss ich auch von was leben. Na schön, aber etwas billiger musst du schon werden. Okay, ich will mal nicht so sein. Gib mir 40 Goldstücke und wir kommen ins Geschäft. Ja, geht doch. Hier, nimm. Okay, sprich mal mit Cardiff. Er weiß, wo Jora sein Gold versteckt hat. Ah, Cardiff. Das ist klar, der war irgendwo hinter so einem Zelt. Hallo, nicht aufs Zelt, sondern hinter so einem Zelt. Glaube ich hier. Oh, ja genau, das ist Cardiffchen. Den wollen wir mal anquaken. Hey. Jo. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Mo schickt mich zu dir. Er sagte mir, dass du weißt, wo Jora sein Gold versteckt hat. Psst, nicht so laut. Da reden wir lieber später drüber. Okay. Warum hast du übrigens nicht das Zeichen gemacht? Dann hätte ich gleich gewusst, wo ich dran bin. Das Zeichen? Welches Zeichen? Das Kopfnicken. Na, das Zeichen. Okay. Komm um Mitternacht zur Brücke. Dann erzähle ich dir mehr. Ich glaube, er meinte das Kopfnicken. Mitternacht zur Brücke. Mhm, okay. Das hat wohl hier Cardiff nicht gemacht. Weiß ich nicht. Ich konnte kein offensives Zeichen erkennen. Ja, komm um Mitternacht zur Brücke. Da ist ja bestimmt die hier mit gemeint. Da haben wir ja auch den Mike. Mal gucken. Nee, da passiert noch nichts. Dann pennen wir mal bis Mitternacht. Bara. Und schauen wir mal, wie das so läuft. Mitternacht. Jawohl. Ja, unheimlich dunkel hier. Ich speichere mal ab. So, damit ein bisschen Licht wird, ziehen wir auch gleich eine Fackel. Dann gehen wir zur Brücke. Ach, da ist ja der Cardiff. Psst! Ist hier noch jemand? Nein, keiner. Aber es regnet, so ein Scheiß. Hier bin ich. Jetzt rede endlich. Was weißt du? Moment. Nicht so schnell. Erst müssen wir uns über den Preis meiner Information einig werden. Ah, schon wieder. Wie viel verlangst du? 100 Goldstücke. 100 Goldstücke? Du sagst mir jetzt sofort, wie Jürgen sagt, ich gebe hier 50. Oh, jetzt kann man wieder feilschen. Mal gucken.
Das ist viel zu viel. 80. Ich gebe dir 50. Nichts da. Jora hat viel Gold in seiner Truhe versteckt. Da lasse ich mich nicht mit nur 50 Goldstücken abspeisen. Woher weißt du denn so genau, wie viel Jora in seiner Truhe hat? Weil ich ihn beobachten konnte, als er das Zeug in seine Truhe gepackt hat. Ah ja. Deshalb. Aber ich bin bereit, etwas von meiner Forderung wiederholen. Aha, gib mir 80. Okay, da fehlte die Konversation. Einverstanden. Hier hast du 80 Goldstücke. Gut. Jora hat sein Gold im Hafen von Korinnes versteckt. Ja. Das weiß ich bereits. Ja. Geht es noch etwas genauer? Das Gold befindet sich in einer Truhe. Den Schlüssel hierzu trägt allerdings Jora immer bei sich. Okay. Und wie soll ich bitte schön an diesen Schlüssel herankommen? Ja, Jora umnieten. Dazu musst du schon ein geschickter Taschendieb sein. Oder so. Gerade. Warte Stopp mal. Mal. Geschickter Taschendieb, also. Mhm. Gut. Hm, überlegen, ob wir dann die Quest... welche Quest wäre denn das? Rengaros Raubzug war das. Ja, so Hafen von Gerin ist den Schlüssel hierzu, trägt Jora immer bei sich. Ja, das heißt also, das müssen wir später machen. Weil da erstmal die Stadt befreit werden muss. Können wir hier nochmal eine Runde pennen? Ja, komm, dann hier ist noch ein Bettchen frei. Wir löschten natürlich ganz vorschriftsmäßig die Laterne. Aus meinem Bett! Ja, wieso war doch frei? Ach, jetzt ist er wieder an die Laterne. Mhm, gut, okay, wahrscheinlich aus Brandschutzgründen. Was machen wir jetzt? Am besten, ich werde erstmal meine irgendwas ziehen, damit ich die Laterne hier fallen lasse. Und jetzt gehen wir mal... Ja, jetzt gehen wir... Oh, jetzt hätte ich beinahe meine Quest vergessen. Jetzt gehen wir zu einem Jäger. Wir wollen ja einen Jäger haben, der uns das Zungenziehen, also Feuerzungenziehen, beibringen kann. Der Bürger ist es natürlich nicht. Gucken wir mal. Hier war doch irgendein Jäger. Ich glaube, das ist so ein grimmiger Typ. Da steht einer. Da steht einer. Meister Grimbald, hallo, grüß dich. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir das Jagen beibringen? Klar, aber das kostet eine Kleinigkeit. Schließlich muss ich auch von was leben. Sagen wir 100 Goldstücke, weil du es bist. Ja. In Ordnung. Hier ist dein Geld. Gut, dann sag mir Bescheid, wenn du was lernen willst. Jetzt. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Feuerzunge, da ist es. Oh, kostet auch nur 3. Und Krollerplatten nehmen kosten 5. Muss ich irgendwo ich mach erstmal Feuerzunge ziehen. Verstehe. Verstehe, okay, das war's. Okay, dann haben wir das auch schon mal. Dann speichern wir mal. Jetzt kann ich Flammenzungen ziehen. Das heißt also wieder zurück zur Pyramide. Wo ist denn jetzt die Pyramide? Ah, Moment. Jetzt hat er was gedoppelt. Okay, da war's. Ja, einfach nur rumprobieren. Probieren geht über studieren. Ach so, jetzt darf ich wieder... Ja, ich weiß. Muss wieder rumlatschen. Und treffen unseren Dandolo zum Jagen von Feuerwaranen. Wo ist denn das hier für ein Stein? Ist der einfach so runtergefallen? Ja, auch das machen wir noch. Aber ich will erstmal Dandülchen hier mal anquatschen. In meiner Soldatenkluft. Diesmal muss ich mich nicht umziehen. Okay, komm mit. Komm mit. Auf geht's. Und dann ziehe ich mich um für eine bessere Rüstung. Wo ist er? Hier ist er. Ja. Mhm. Und ein bisschen speichern. Jo. Gucken, wo war denn der Schattenläufer hier? Ach, der ist da. Der ist noch immer am Schlafen. Ah, gucken wir mal. Oh, der ist schon ein bisschen lediert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, auf welchen Kampfmodus ich dann Dolo gestellt habe. Ja, okay. Gut. Oh ja, okay. Wollen wir erstmal sein Horn ziehen und sein Fell und seine Krallen. Ja, und das haben wir jetzt mal so nebenbei gemacht. Jetzt bin ich gespannt auf die Warane, was denn mit denen passieren wird.
Jo. Mandolo ist dabei. Ziehen wir mal vorsichtshalber mal so eine Feuerwaffe. Feuerwaffe, Quatsch. Fernkampfwaffe. Oh, 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 oh. Welcher ist denn jetzt näher? Oh, oh, oh. Nehmen wir mal den. Oh, bringt wieder nix. Schon wieder so ein Mist. Okay, hat schon was genutzt. Oh. Nicht verbrennen. Ja, ja. Gut, Andolo, ich trete mal näher ran. Mal gucken. Du bist ja in der Offensivgeschichte drin, denke ich mal. Oh, hier gleich um die Ecke ist nah einer dran. Ist einer nah dran, meine ich. Sind alle nah dran, also was soll's. Nee, der ist wohl defensiv eingestellt. Scheiße. Muss ich eben noch ändern. Oh, sorry, Leute. Ja. Immer diese Umzieherei. Oh. So. Offensiv. Fertig. Nicht speichern. Umziehen. Zack. Jetzt aber bitte sehr. Ich gehe mal hier ein Blümchen pflücken. Jawohl. Oh, der braucht ja nicht viel. Jetzt mal her. So, drei Varanzungen habe ich ja. Nein! Nicht mich anzünden! Oh, Glück gehabt. Oh! Okay, dann werden wir noch mal ein bisschen was schnell auf die Schnelle mal trinken. Oh, nee, ne? Ach, jetzt habe ich es falsch gemacht. Toll, früh am Morgen, alles klar, speichern. So, dann gucke ich mal nach Varanzungen. Da habe ich schon mal drei Stück. Das ist gut. Feuerwarane, also, ich kann sie hier ziehen. Das ist gut, alles klar. Dich haben wir. Jetzt haben wir also vier. So. Sechse. So. Jetzt werden wir hier mal gucken, was es hier noch Wichtiges gibt. Außer ein paar Kräutertjes, Lenzjes und Nesseln und eine Höhle. Okay. So, war es das mit den Feuerwaranen oder was ist los? Brauch noch vier. Hier ist was im Schatten. Ja, zur Höhle gehen wir gleich. Erstmal wissen, was hier ist. Gibt es nämlich, soweit ich noch aus alten Versionen. Ja, da hinten sind noch welche. Gute Sache das. Ah, was ein schatziges Plätzchen hier. So. Oh, und Blutfliegen. Okay, da hinten sind noch zwei mit Blutfliegen. Okay. Ach ja, mir fehlt ja noch so eine Aloe. Eine Sonnenaloe. Na, speichern wir mal. Ja, dein Dolo, ne? Machst mal, wenn ich hier nah genug rankomme, machst mal für mich die Feuerwarane fertig. Wenn ich nah genug rankomme. Wie zum Beispiel jetzt. Vielleicht zwei Stück. Dandolo, guck mal. Okay. Oh, okay, das waren die zwei. Okay, dir geht's noch gut. So, dann hätten wir dann acht Stück. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Kräutergarten hier ohne Ende. So. So, jetzt mache ich mir mal selber hier die. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh. So. Sehr schön. Alles klar. So, kann das sein, dass hier noch irgendwo anders noch ein Feuerwaran ist?
Naja, da wo Feuernesseln sind, könnte man meinen, da wären auch Feuerwarane, aber so demnach sieht das nicht so aus. So, hier kommen wir ja beim Schattenläufer wieder an, der hier mal irgendwo war. Ja, so wie das aussieht, nö. Hier war der Schattenläufer. Der ist schon verwest. Den haben wir ja weiter vorne. Werde ich geplättet. Oh. So wie ich das hier... Dachte, ich hätte jetzt wieder einen Schattenläufer gehört. So wie ich das mitkriege. Nee, da gehe ich nicht lang. Ich auf. Dann gehen wir mal zu dieser einen Höhle. Komm dann, Dolo. So, ich muss immer aufpassen, dass er noch mitkommt. Wenn ich ihm da vorbei voraushechte, dann passiert nicht viel. Passiert jetzt höchstens, dass mir dann Dolo flöten geht. Ja. Aber er sieht mich auch hoffentlich noch aus der Entfernung. Ja, er sieht mich noch. Dann kann ich ja hier nochmal eben schnell im Vorbeigehen nochmal hier ein Blättchen ziehen. Hier wird auch noch was. Ah, blöde, dusselige Heilpflanze. So, jetzt aber in die Höhle. Bevor wir reingehen, schapeichern. Da erwartet uns jemand. Da sehen aus wie Gobos. Die Gobos. Ja, oh, schwarze Goblin sogar. Mhm, okay. Was ist das hier? Eine Feuernessel. Okay. Ja, okay. Okay, auch geschafft. Oh, da kommt noch einer. Nicht einstecken. Oh. Kratze ich noch den Dandolo an. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Toll. Weil auch mal meine unnützen Waren sollte ich vielleicht auch mal verkaufen. Gibt's hier noch welche? Ja, es gibt noch welche. Ich höre noch welche. Speichern. Ja, das ist unser George Samphir auf seiner Querflöte. Oh, dramatisch. Okay, du nimmst den linken, ich nehme den rechten. Oder umgekehrt. Oh, und... Oh, Dandolo hat mich genannt. Was? Dandolo? Ich dachte, er ist jetzt sauer, weil der hat mich nochmal einen... Hat mir nochmal einen übergebraten. Das gibt's ja nicht. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Nicht zu plündern. Wo sind die denn? Ah! Okay. Fleisch. Ah! Bis der reagiert. Ist dann Dolo schneller. Kommt noch einer. Okay. Suppe. Die mit ihren Holzstöcken immer nicht hier. Nicht zu holen. Okay. Dann Dolo ist da hinten wieder. Da ist nicht zu holen. Ein Fisch. Abspeichern. Tja, man sollte früh morgens kein Let's Play machen. Was ist das denn hier? Steintafel der Lebensenergie. Okay, die werde ich... Oh, hier, Lederbeutel. Die kann ich wahrscheinlich immer noch nicht lesen. Und eine Truhe, die zu knacken gilt. Mhm. Ja. Ui, 100. 100 Jolt und ein paar Pfeile. Das soll es doch gewesen sein. Mal speichern. Dann ist das auch erledigt. Dandolo, bist du noch da? Der ist noch da. Okay. Das heißt also, ein... Ich kann ihn auch nicht ansprechen. Der hat einen Röntgenblick, der Dandolo. Absoluten Röntgenblick.
Das heißt also, in der Nebenhöhle hier links rum ist auch noch einer. Das heißt, wenn ich den hier fertig mache, den Gobo, dann muss ich ganz schnell zusehen, dass ich dann Dolo wieder kriege. Ach, so ist das. Die haben durch die Wand kommuniziert. So war das also. Okay. Hallo, hier bin ich. Und der Dunkelpilz. Und zwei Dunkelpilze noch dazu. Ah, sehr schön. Dandolo, das ist gut. Haben wir mal geschafft. Jetzt gehe ich nochmal hier rum und guck mal, was es hier noch zu holen gibt. Außer rostische Schwätsche und ein Goblin-Krieger. Da kriegern wir wieder ein bisschen was. 5 Gold. Odala. Dann haben wir hier noch eine Truhe. Was ist drin? 11 Pfeilchen. Speichern. Na, ja, dann mal die Truhe hier. Ach, die braucht man gar nicht knacken. Ja, super geil. 32 Gold. Oh, ich habe aber immer noch unter 10.000 Gold. So, und dann haben wir noch was für die. Für den Magen. Brot. Aber hier sehe ich doch noch mehr drin. Ja, also noch jede Menge Brot. Da ist auch noch ein Leib zu sehen. Da. Und was war noch? Da war doch noch was. Da war noch was. Ich weiß das. Gehe ich mal hier rein. Nö. Naja, okay. Aber erstmal rüberwursteln. So, Dandolo, jetzt haben wir erstmal, wie viel Feuerzungen haben wir denn jetzt? Glaube ich noch das im Gepäck. Nee, ist nicht mehr on position. Da 8 Stück, ich brauche noch 2. Oh, wo finden wir jetzt noch Feuerwarane? Okay. Ach, wir waren hier rechts noch nicht. Speichern. Hier waren wir ja noch nicht. Das heißt... Sind hier noch 2? Nee. Ach du liebes bisschen. Guck mal. Mine Krafler. Mine Krafler. Minecrawler natürlich. Okay, Minecrawler. Oh, war ja. Hier gibt es ja auch jede Menge Sachen. Mittlerer Lederbeutel. Ach, sollte meine Lederbeutel auch mal im Off öffnen. Das wäre wichtig. So, Butlerfleischen. Ist hier noch was in den Ecken versteckt? Ein goldener Kelch. Oh! Oh! Mendolo nimmt mir den ganzen Spaß. Ja, okay. Mal speichern. Hä? Moment mal, wir sind von da gekommen. Jetzt geht's hier nochmal rechts rum und hier geht's irgendwie runter. Hä? Und es wird gruseliger. Oh, was ein Schrei. Und da ist ein Minecrawler Varior. Naja. Was haben wir denn hier? Hätte ich doch Crawlerplatten ziehen sollen, ich Arsch. Ja, ich weiß. Aber hierfür gibt es noch ein paar Juwelschatullen. So, können wir die hier aufmachen? Nein. Eine silberne Schatulle auf der Gruft. Eine Truhe zum Knacken. Aha. Ah, shit. Gut. Wow, was haben wir denn hier? Ein Lederbeutel. Und was ist denn das für eine? Ach, ein Morgenstern. Naja, ist ja nicht viel, ne? Batsch. Gesammelt. Ja, ich spring mal eben gegen die Wand. Ach ja, okay. Und dann, bevor wir rechts runter gehen hier. Oder links runter. Rechts, links runter. Oh, dieser Schrei. Schlimm. Speichere ich mal lieber. Okay, jetzt ist natürlich der Schrei verstummt, weil ich das in Speichern-Status weggeschnitten habe, beziehungsweise im Stopp geschnitten habe.
Okay, danke sehr. Scheiße, ich hätte doch Crawlerplatten ziehen müssen. Aber wenn ich schon mal hier bin, ach, ich kann mir die Crawlerplatten bestimmt auch irgendwo besorgen. Oder es gibt, das sind bestimmt nicht die einzigen Minecrawler. Ja, das war's dann schon hier. Trotz dieses markerschütternden Schreies, der hier ist, gab's nur Minecrawler. Ein bisschen Schmuck, Gold, Waffen, Pfeil auf dem Bogen, auf dem Boden meine ich. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Das ist jetzt mit diesem Point erledigt. Und speichern. Ja, muss ja meine komische Rezeptliste für die bürokarschen Sprüche noch vervollständigen. Und dann werde ich immer einen Sprung an der Stelle machen. Guck mal, wo ich noch Feuerwarane finde. An dieser Stelle hier. Mal die schöne Aussicht genießen. Zu den Pyramiden oder zu der Pyramide mit seiner kleinen Zwillingspyramide. Weil ich bin mit Dandole hier oben hoch. Geklettert kann man nicht sagen. Hier geht es ganz einfach hoch. Und ich wollte mal sehen. Eigentlich müsste das hier das Ende der Karte sein. Weil hier war ich noch nicht. Oh, hier gibt es eine Höhle. Uh-oh. Schon wieder eine Höhle. Gucken wir mal auf der Karte. Wir sind ja fast vorm Riss oder im Riss. Na, das ist herrlich. Speichern. Na, gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht geht's ja hier irgendwie. Vielleicht fallen wir hier von der Karte, oder? Nee, hier geht's nur durch, denke ich mal. Ui. Aber wir hören wieder was. Hilfe! Ach, da oben sind... Da oben sind Feuerwarenchens! Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Oh, weia. Die Stunde ist schon fast rum. Nee, nicht die Stunde, die halbe Stunde. Okay, da müssen wir uns merken, dass hier oben Feuerwarane sind. Und hier sind irgendwelche Peoples. Aber was für Peoples? Kyle... Okay, das sind, das Böse? Aha. Hallo, Kyle. Nee, sind keine Bösen. Was sind das? Wo sind wir hier? Okay. Da scheint wohl irgendwie hier so eine lustige Singularität zu sein. Na, dann quatschen wir mal mit Kyle. Hallo, ist was? Wie steht's? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Wird mich nicht wundern, bei so einer Stimme. Wie steht's? Mann, lass... Ja, okay. Sag mal, gibt's hier noch Shorty? Kommt mir auch bekannt vor. Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Da fragst du besser unseren Anführer Slim, Fremder. Der wird dir alles sagen, was du wissen willst. Ja? Und noch Warte was? Mal. Hat auf die falschen Leute gehört. Sonst alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Alles klar. Ich werde mich da nicht. Okay, Shorty. Balto, Herrek. Dann gucken wir mal, wo es ist. Ach, hier ist Slim. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Hallo, was macht ihr hier? Ich werde mich da nicht. Wir sitzen hier rum, vertrödeln unsere Zeit. Was du nicht sagst. Ihr seht aber gar nicht so aus, als ob ihr aus der Stadt seid. Woher kommt ihr? Wir kommen aus der aus den Bergen, wo wir etwas Erz geschürft haben. Geschürft? Ihr habt also in einer Erzmine gearbeitet? Sich von selbst. Klar, wir sind waschechte Buddler, Mann. Ich kenne sowas. Ja, logisch. Und warum seid ihr jetzt hier? Wirklich wahr? Die Mine war nicht besonders ergiebig, darum haben wir die Arbeit dort beendet und sind weitergezogen. Ist doch wahr. Zunächst wollten wir in die Stadt. Da sich aber da unten die Orks herumtreiben, haben wir das lieber gelassen. Meinst du, mir geht es besser? Tja, und nun hängen wir hier herum. Hättet ihr denn Lust, wieder in einer Mine zu arbeiten? Ich brauche ein paar fähige Butler. Aha. Na klar, Mann. Im Erzschiff macht uns keiner was vor. Wo ist denn die Mine? Auf Tamora. Auf der Insel Tamora. Das wird sich nie ändern. Tamora? So, so. Und wie sollen wir bitte schön dahin kommen? Zum Rüberschwimmen wäre es doch wohl etwas zu weit. Kein Problem.
Ich könnte euch auf unserem Schiff dorthin bringen. Das interessiert mich nicht. Was? Du hast ein Schiff? Dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Was ist denn das für ein Schiff? Es ist die Albatros, ein Kriegsschiff des Königs. Was? Ein Kriegsschiff des Königs? Na, ich weiß nicht. Nicht, dass wir nachher noch in eine Seeschlacht mit den Orks verwickelt werden. Keine Sorge, Orks sind für uns kein Problem. Das sagst du jetzt, aber später... Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir werden euch sogleich nach Tamora bringen und jedem Orkschiff ausweichen. Versprochen. Tamora braucht unbedingt Butler und wir würden sogar ehemalige Sträflinge nehmen. Na, wenn das so ist... Es handelt sich also um eine reiche Erzmine, die ausgebeutet werden soll? Ja, genau genommen handelt es sich sogar um drei Minen, wo jede Menge zu holen ist. Eine Erz-, eine Salz- und eine Silbermine. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ein Problem? Ach, wo, gar nicht. Du hast sogar Glück. Während ich mehr der Fachmann für Erz bin, kennt sich unser Kumpel Shorty sehr gut mit dem Abbau von Silber aus. Und Balto hat lange Jahre in einer Salzmine gearbeitet. Du siehst also, wir verstehen unser Handwerk. Sehr gut. Also, wie sieht es aus? Kommt ihr mit? Ist jedenfalls besser, als hier auf die Orks zu warten. Ja, du hast recht. Wir sollten lieber verschwinden, bevor die Kerle hier noch auftauchen. Ja, jetzt wird's richtig spannend. Dann würdet ihr mich also nach Tamora begleiten. Moment, nicht so schnell. Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Bezahlung? Ja, Bezahlung? Oder glaubst du etwa, dass wir den Job umsonst machen? Na, du bist mehr ein schöner Witzbold. Ehrlich gesagt habe ich den Statthalter gar nicht gefragt, was er euch dafür geben wird. Was verlangt ihr denn? Pro Mann am Tag 10 Goldstücke. So viel muss auf jeden Fall drin sein. Na gut, einverstanden. Ich werde mit Bruno darüber sprechen. Das genügt nicht. Wir brauchen schon jetzt eine Garantie von dir, dass wir so viel bekommen. Eine Garantie? Ja. Ansonsten kannst du dir andere Deppen suchen, die diesen Job übernehmen. Das Schürfen ist schließlich keine Kleinigkeit. Für anständige Arbeit muss es auch eine anständige Bezahlung geben. Ausbeuten lassen wir uns nicht. Richtig. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich. Keiner will euch ausbeuten. Und ich garantiere, dass Bruno euch anständig bezahlen wird. Da kannst du eh nichts. Na, das hört sich doch schon besser an. In diesem Fall werden wir dich gerne nach Tamora begleiten. Das wird sich nie ändern. Okay, an dieser Stelle mache ich mal für diese Folge mal Schluss. Und gucken wir nochmal eben in die Quest rein. Was war denn das für eine Quest? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Na, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich die gesucht habe. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte hier. Also, ciao! Das ist eine